Moin moin und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, Freunde und Abonnenten meines Kanals. Es geht weiter mit Let's Play Folklore. Ja, in der letzten Folge haben wir zwei Quests erledigt und auch einen neuen Mantel für Ellen bekommen. Und jetzt fahren wir in der Story sozusagen fort und suchen Herf. Wir gehen nämlich jetzt ins Fairy-Reich. Diese Tür. Ach, okay. Herf? Oh, mein Hals. Mein Glückstag, du bist da, Süße. Ich möchte, dass du Herf herbeirufst. Wer ist das? Ist er etwa dein fester Freund? Nein. Puh, ich hatte schon echt Angst. Es würde mir die Hörner brechen, wenn du mich betrügst. Nein, da ist kein Herf. Wo ist er dann? Oh, tut mir leid, Süße. Ich bin kein Hellseher. Hm? Es ist jemand hier. Wer? Wer ist das denn? Cecilia. Herf und ich haben es zusammen versteckt. Es war unser Schatz. Wir haben versprochen, es auszugraben, wenn wir groß sind. Ich habe ihm daher gesagt, dass er nicht aufgeben darf. Ich bin Cecilia, Herfs Freundin. Bist du auch gestorben? Aber Herf ist schon gegangen. Er wollte, dass sich die Leute nicht mehr um ihn sorgen und ihr Leben fortsetzen. Wohin ist Herf gegangen? Zum Grund des Meeres. Ich habe ein schreckliches Gefühl. Bitte finde Herf. Was soll ich machen? Finde den Schatz bei der Esche. Die Esche? Sie ist bei der Hütte auf dem Leuchtturmkap. Mhm, ein neues Andenken. Jetzt ist er wieder ganz starr. Dann gucken wir doch mal. Ach, jetzt sind wir wieder hier im Fairy-Reich. Huh. Herf. Herf. Herf! Warte! Was macht er denn hier? Dr. Lester? Aber warum hier? Vielleicht... Okay, das ist äußerst seltsam. Hä? Bei der alten Esche. Gucken wir erstmal danach. Ist das hier die alte Esche? Gucken wir erstmal, was steht denn da? Ich habe Dr. Lester gesehen, eine Unterweltillusion. Was kann das wohl bedeuten? Und was ist mit der Esche? Wo ist denn hier die Esche? Ist das die hier? Ja, da. Das sind Herfs Krankenakten. Warum sind sie wohl der Schatz? Krankenakten erhalten. Was ist das für ein Foto? Cecilias Bild erhalten. Okay. Kann man sich das jetzt eigentlich irgendwie angucken? Ah, hier sind die Mäntel. Schlachtfeldmantel. Mantel von Siede. Verwandelt durch das Wissen, wie man auf dem Schlachtfeld besteht. Widersteht Zerstörung und Hieb. Kann man jetzt... Das sind die Karma-Freisetzungsteile. Hier. Abstraktes Meeresbild. Linienführung des Künstlers noch unreif, doch vielversprechend. Krankenakten über Herfs Zustand. Okay, da können wir leider nicht genau erfahren. Volks. Ich kann ja nochmal... Ich benutze ihn eigentlich immer hauptsächlich als Schild.
Deswegen kann ich da mal ein paar Baumnüsse investieren. Weil dann verbraucht er nur noch wenig GK. So, wen haben wir hier? Den Garboi. Da kann ich leider noch nichts freischalten. Kann ich hier was freischalten? Gelber Staub. Ja, kann ich. Angriffskraft plus. Hier könnte ich mir mal Ogma vornehmen, weil den finde ich eigentlich ganz cool. Wobei, ich nutze ja auch regelmäßig Borbi. Aber da habe ich nichts. Grüne Flüssigkeit. Daru. Da muss ich noch zwei Volks besiegen und Ogma. Noch zwei Ogma-IDs. Na, hätte ich mich mal doch mit denen angelegt, dann hätte ich das freigeschaltet. Naja. Ist jetzt so. Dann gehen wir... Huch. Seine Katze. Dann gehen wir jetzt mal gucken, warum Dr. Lester da in der Unterwelt war. Dr. Lester! Du meine Güte, was ist passiert? Er wurde ermordet. Keine Ahnung, wer das war. Die Hag, sie war es. Die Hag? Du glaubst wohl an Märchen. Nein, da ist diese seltsame Frau, die hier herumlungert. Vielleicht hat dein Kommen diesen Wahnsinn erst ausgelöst, Ellen, oder auch du, Keats. Vielleicht waren wir es ja. Oder das Schicksal. Dr. Lester, was machst du hier? Kann ich den Doktor sehen, wenn ich in die Unterwelt gehe? Ich werde mich auch über... Herf? Oh, ich habe das gerade falsch gelesen. Könnte Cecilias Schatz ein Andenken sein? Nach zum Altar gehen. Dann wollen wir doch mal das Andenken hier einsetzen. Krankenakten? Nichts passiert. Ich höre überhaupt keine Stimmen. Denn ist es das Bild. Keats, warum bist du hier? Tja. Wegen des Mörders solltest du besser aufpassen. Ellen, hast du eine Verbindung zu diesem Ort gefunden? Ja, aber das geht nicht. Ich frage mich, warum. Das ist aber merkwürdig. Darf ich mir das mal ansehen? Ja, natürlich. Die Krankenakte von Dr. Lester. Tja, ich mache mich mal auf den Weg. Keats, ich brauche dich. Bitte finde diesen Mörder. Die Vergangenheit ist der Schlüssel. Die Morde von damals und heute hängen zusammen. Die Leute im Dorf verbergen etwas. Ich muss die Wahrheit wissen. Was vor 17 Jahren passiert ist, hängt mit mir zusammen. Dieses Bild. Ich habe es in der Krankenakte gefunden. Ein Bild vom Meer? Ich habe es schon mal gesehen. Cecilia hatte es wohl versteckt. Aber warum kommt es mir so bekannt vor? Ah, ich weiß, der Ausblick vom Strand. Ah ja, sieht aber nicht so aus. Geh zur Küste, dann siehst du es.
ist das für ein Ort? Er ist so vertraut, so melancholisch. Die Tür zur Unterwelt hat sich geöffnet, aber ich wurde nicht vorgeladen. Hihihi. Oder wurdest du es vielleicht? Es war mal ein prächtiges Reich. Nicht mehr. Die Meeresstadt wurde durch Vergessen verdorben. Vergessenheit ist das ernsteste Schicksal in der Unterwelt. Du kannst mit den Toten sprechen, weil sie ein Teil der Erinnerung von jemandem sind. Sobald sie vergessen sind, puff! Sie hätten genauso gut niemals existieren können. Die Meeresstadt ist nicht länger Teil der gemeinsamen Erinnerung. Es dauert nicht mehr lange, bis sie aufhört zu existieren. Du musst schnell zum vergessenen Palast, wo die Folklore lauert. Kann ich Dr. Lester und Herf sehen, wenn ich dorthin gehe? Natürlich kannst du das. Hihihi. Ein weiterer Mord. Interessant. So, ich rüste den jetzt mal aus. Ein weiterer Mord. Ja, was da wohl los ist in diesem Dorf? Jetzt sind wir hier in einer neuen Welt, der Meeresstadt. Voll geil. Also designtechnisch finde ich das richtig, richtig cool. Ja, da wollen wir mal ergründen, was denn da umgeht im Dorf. Also der, wer war das? Dieser komische Professor oder so, der hat gesagt, das ist die Hack. Was auch immer die Hack ist. Oh, guck mal, hier stehen wieder die Fairies rum. Ellen, gute Nachrichten. Der Herr der Fairies will dieses Land besuchen. Ob das wirklich gute Nachrichten sind? Ich hoffe, mein Wissen wird dir nützen. Na, dann wollen wir mal ein bisschen gucken. Hundevolk. Die Anwen hielten sich Kusits als Haustiere. Die kleinen Biester sind aber ziemlich schwer zu fangen. Am einfachsten fängt man sie mit einer Falle. Volksschatz. Die Volks in der Nähe des vergessenen Palasts bewachen einen Schatz. Wenn du sie alle rausjagst, findest du ihn vielleicht. Die Weggabelung. Diese Straße teilt sich und führt zum vergessenen Palast und zum Sumpf des Vergessens. Die Meeresstadt. Die Meeresstadt ist eine Unterwelt, die einst mit dem Fairyreich verbunden war. Sie ist schon lange vergessen. Schau, wie es hier aussieht. Hier gibt es nur die Folklore im vergessenen Palast, aber selbst den verschlingt das Vergessen. Du musst dich beeilen. Oh, da steht schon der Herr der Fairies. Herr der Fairies, wir sind durch deine Anwesenheit geehrt. Es wird Zeit, dass wir mit dir über unsere Ziele sprechen. Liebe Ellen, wir suchen den Unterweltkern. Ist das eines der Reiche? Ja und nein. Es ist ein spezieller Ort jenseits der fünf Reiche. Ein Ort, der von jenen erreicht werden kann, die ihre Ängste besiegt haben. Deine Reise zum Unterweltkern wird deine vergessene Vergangenheit enthüllen. Meine Vergangenheit? Warum musst du dorthin, Herr der Fairies? Der Unterweltkern basiert auf dem menschlichen Unterbewusstsein, aber vor 5000 Jahren brach jemand ein Gesetz der Unterwelt. Ein Gesetz, das aus dem Unterweltkern stammte. Es liegt in unserer Hand, diese Abweichung zu korrigieren.
Und das ist im Unterweltkern möglich? Richtig, aber es hängt von deiner Stärke ab, Ellen. Die Meeresstadt ist deine dritte Unterwelt. Erst musst du die Folklore in dieser Welt besiegen. Also geheuer ist mir das alles nicht. Ach, ja. Bevor wir das hier aber erkunden, werde ich hier die Folge beenden. Ja, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also ich bedanke mich fürs Zugucken. Mal gucken, was hier uns alles in der nächsten Folge in der Meeresstadt Unterwelt erwartet. Also bis dann. Danke fürs Zugucken. Ciao.